Es begann am frühen Morgen, alles vorbereitet, die Sachen gebackt und ich, der alles leitet. Geplant hatte ich das schon vor einiger Zeit. War ich wirklich bereit, war ich jetzt so weit, um diesen Banküberfall durchzuziehen? Um ein besseres Leben mit dir zu führen, ein Leben in ungestörter Ordnung und Harmonie. Die Fügung des Schicksals so gut wie fast nie. Doch nicht das Glück fehlte uns, sondern die Gunst, es mit Geld zu verschönern und im Reichtum zu leben, um dir meine ganze Liebe zu geben. Nie wieder Arbeit bei Tag und Nacht, doch bedauerlicherweise nur ein Traum, aus dem ich grad erwach. Es war 8, als ich die Bank betrat, mit Maske bewaffnet, so wie ich das schon öfters in Filmen sah. Doch auf einmal ging es sehr schnell, was soll ich dir beschreiben? Menschen zitterten am Boden und man hörte mich nur noch laut schreien: Los, los, rück das Geld raus, los! Doch dann auf einmal war es geschehen. Ich sah diesen Wächter mit seinem Schlagstock auf mich zugehen, klick, klopp. Es schoss wie ein Gewehr durch meinen Kopf, wie eine Kugel, die mich innerlich zerfetzt. Meine Gedanken verletzt, als ich ihm diesen Schuss versetzt. Und ich ließ alles liegen, lief hinaus, es war aus. Was hatte ich getan? Die Sirenen hörten sich immer näher an. Ich versuch zu fliehen, wegzulaufen, doch meine Gedanken blieben hängen an dir. An der alten Zeit zusammen glücklich zu leben, das hatte mich immer erfreut. Ich rannte weiter, um mich vielleicht zu retten vor einem Leben in Ketten. Meine Frau nicht wiederzusehen, darauf hatte ich keine Lust, ich muss weitergehen. Mittlerweile war es 8.10 Uhr, als ich bei der Brücke ankam, dort wo ich dich zum ersten Mal in den Armen nahm. Muss das jetzt wirklich enden? Als ich mich wende, war es schon zu spät, ich sah die Polizei, wie sie meine Hoffnung begräbt. Ich drehe mich wieder um und sah mich nochmal herum. Überall Polizisten, die mich umkreisten, außer beim Rand der Brücke, wo auch mein Leben entgleiste. Denn als ich mich entschloss, von der Brücke zu springen, sah ich auch den Sinn. Lieber leben hinter dem Himmel mit Seelenfrieden schenken, als nur dran zu denken, mich zu quälen in der dunklen Zelle und schlussendlich dann auch zu verstehen, dass ich dich nie wieder sehe.